Willkommen zurück, liebe Paare. Wir sind bei den häufigen Fehlern und heute gehe ich mal auf das Zusammenklappen ein. Wir sind in den Standardtänzen, aber ihr macht das auch in den Lateintänzen leider viel zu häufig. Und das ist sowohl bei Herr als auch Dame so, dass ihr in den Standardtänzen, besonders bei Promenadenfiguren wie im Langsamwalzer, den Büscher, eure Arme so zusammensacken lasst. Ja? Ihr fallt da so ineinander zusammen. Wie sieht das Ganze aus? Beim Herrn ist es so, ihr steht schön, ihr geht in den Wischer. Wischer seid. Eingeklappt. Aber das Problem ist, dass wenn ihr raustanzt, dass ihr meistens die Hand noch irgendwie hochkriegt und die Dame da rausschiebt. Aber der bleibt meistens da unten und dann hat sie klar keinen Platz mehr zu tanzen und fühlt sich nicht wohl. Ja? Meine Damen, kann aber auch durch euch forciert sein, weil ihr macht es auch sehr gerne. Ihr startet schön in den Büscher, Büscher seid, ja, und dann tanzt ihr da irgendwie raus und wundert euch, warum es sich nicht gut anfühlt. Ich weiß nicht warum, aber diese Promenadenfiguren führen immer zum Klappmechanismus in den Armen. Und das heißt, da müsst ihr aktiv gegenarbeiten, dass das nicht vorkommt. Ihr achtet also darauf, meine Herren, dass wenn ihr in den Wischer reingeht, Wischer seid, die Arme bleiben genauso oben, wie sie vorher waren. Und genau dasselbe ist es für die Dame. Sie tanzt. Wischer seid, die Arme bleiben und ihr geht in die Promenade und wieder raus und habt wunderbar die Arme getanzt. Also, faltet euch nicht zusammen, fallt nicht zusammen, klappt nicht zusammen, sondern lasst gerade in den Promenaden, achtet darauf, dass die Arme oben bleiben. Viel Spaß beim Üben!